Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Techno Composites Domine GmbH. Wo ist das Problem? Ist ja immer unser Motto. Ja, das Problem ist, dass wir euch bisher zwar viele Bauteile zeigen konnten, wir konnten euch aber im Endeffekt nie den Einsatz zeigen, wie er in der Realität stattfindet. Deswegen sind wir jetzt mal auf die InnoTrans nach Berlin gefahren. Hier stellen wir natürlich auch aus. Aber hier können wir auch euch in den Zügen zeigen, welche Bauteile wir fertigen. Und ihr kriegt mal ja ein reales Bild davon, wie diese Bauteile hinterher im echten Leben aussehen. Also hinter uns können wir ein DeZero HC sehen, der Firma Siemens. In diesem Fahrzeug werden viele einbaufertige Komponenten von uns verwendet, im Innendeckensystem, bei den Luftkanälen. Und die wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wie ihr seht, ist das hier eigentlich ein sehr toll abgestimmtes Design. Dazu durften wir beitragen, indem wir zum Beispiel hier diese Mitteldecken fertigen mit den ganzen Löchern. Habt ihr sicherlich auch schon mal auf Videos gesehen vorher. Wir haben hier die Seitendecken, die Vuten und wie man sieht, alles ohne Anschraubpunkte, ist also die komplette Verbindung ist eigentlich sehr schön hinter den Profilen versteckt, sodass das ein sehr schönes, geradliniges Design ist. Das sind Teile, die von uns gemacht werden, genauso wie hier am Boden die Luftkanäle mit den Edelstahlabdeckungen. Die ist natürlich nicht in eins, sondern aus Teilstücken. Und hier seht ihr mal ein Übergangsstück zwischen zwei Edelstahlabdeckungen. Die Deckenhöhe ist überall gleich. Gerade eben hatten wir Vuten, die von uns gefertigt werden, die ja, deutlich kleiner sind. Hier sind die Vuten deutlich größer. Der Unterschied liegt halt im Boden. Gerade kamen wir aus einem Bereich, wo der Boden höher ist. Da haben wir dann die Hochflurvuten drin, wo die Vute kleiner ist. Hier haben wir den Bodenbereich, der tiefer ist. Hier muss also ein größeres Bauteil rein und das ist dann unsere Niederflurvute. Wir sitzen hier in einem Siemens-Zug und zwar einem Mireo. Haben uns hier mal auf die Suche nach Teilen gemacht, die wir bei der Techno Composites Domine GmbH herstellen und sind hier fündig geworden. Und zwar seitlich hier diese Verkleidungsteile. Die kommen von uns. Ja, hier sind wir im Außenbereich der InnoTrans und zwar vor einem Fahrzeug der Firma Stadler. Das ist die Straßenbahn Tina Darmstadt. Für die fertigen wir die Dachblenden aus glasfaserverstärkten, pultrudierten Profilen. Schön orange bzw. gelb lackiert. Und dort seht ihr auch ein 3D-Bauteil, was ebenfalls von uns kommt. Wir sind ja nicht nur mit der Firma Techno Composites hier, sondern auch mit der Firma Domine Verkehrstechnik, beide auf einem Stand in Halle 5.1, Stand 200. Für alle, die es nicht gesehen haben, ihr habt die Chance, es jetzt im Video nachzugucken. Was wir zum Beispiel auch vorstellen, ist hier unser neues Kabelkanalsystem, Capsys Rail Next Generation. Ist halt eben, um die Elektrifizierung entlang der Gleise vernünftig begleiten zu können und um den Kabeln halt einen vernünftigen Schutz zu bieten. Hier haben wir nochmal ein dreidimensionales Bauteil. Seitdem wir halt mehrere 5-Achs-CNC-Maschinen haben, sind wir auch in der Lage, die Urformen dafür zu machen, sodass man auch wirklich, oder Prototypen dafür zu machen, sodass man auch wirklich hinterher dreidimensionale Bauteile herstellen kann. Die werden dann ja, im Endeffekt im Vakuum-Infusionsverfahren hergestellt, anschließend bei uns gefräst. Dann werden hier ja, sehr viele Anschraubpunkte und Mutterpunkte praktisch eingeklebt. Das Ganze wird hinterher lackiert ja, und kann dann so an den Kunden ausgeliefert werden. Also Vorteil von solchen Bauteilen aus faserverstärktem Kunststoff ist, dass der Formbau relativ günstig ist. Das lohnt sich also auch für kleine Serien. Man hat dazu natürlich durch ja, den hohen Glasfaseranteil und die Glasfasermatten in dem Bauteil eine sehr hohe mechanische Festigkeit. Und auch bei Temperaturschwankungen hat man keine großen Probleme. Hier haben wir unser Messemuster, bestehend aus einer Dachblende für eine Straßenbahn in Finnland, genauso wie diesem Sidecover für eine Straßenbahn in Finnland. Man sieht eigentlich diese sehr interessante Lackierung. Da hat man dann auch noch ja, die Anforderung, dass man in Finnland einfach deutlich mehr Schnee hat als bei uns. Deswegen muss das Dach nochmal extra abgedeckt werden. Aus dem Grund haben wir hier uns ein Sandwich-Bauteil einfallen lassen, bestehend aus einer Glasfaserplatte in der Oberschicht, einer Glasfaserplatte in der Unterschicht, dazwischen ein Schaumkern. Das Ganze wird von uns ja, seitlich noch mit Zierleisten bearbeitet, entsprechend befräst, beschichtet, auch mit einer rutschhemmenden oder rutschfesten Lackierung, sodass man drauf laufen kann. Und dann haben wir noch relativ viele Elemente, wo man hier solche Klappen hat, auch aus GFK, die dann
verbunden sind über Scharniere und über Schlösser, sodass das Ganze auch dicht ist. Ja, auf der anderen Seite unseres Messemusters sieht man ebenfalls die Außenverkleidung einer Straßenbahn, in dem Fall für Helsinki. Das Besondere daran ist halt eben dieses relativ große Profil, wo man hier auch sieht, man hat sehr viele Änderungen im Detail, diesen Rippenverlauf, den man hinkriegen muss. Ganz besonders bei so einem GFK-Profil müssen wir natürlich darauf achten, dass der Brandschutz auch im lackierten Zustand passt und dass die Oberfläche bei diesem relativ großen Profil auch so schön ist, dass die hinterher so hochwertig lackiert werden kann. Ist auch nicht selbstverständlich, dass da keine Matten und sowas durchschimmern. Hier haben wir ein spezielles Bauteil, was von uns entwickelt wurde. Und zwar für die Londoner U-Bahn. Das ist eine Sitzträgerabdeckung oder eine Sitzverkleidungsabdeckung. Heißt also, wenn man zukünftig in der U-Bahn sitzt, man hat den Sitz hier, habe ich hier die Sitzbank und darunter ist das ein Verkleidungsteil. Das ist erstmalig eine Kombination aus einem Stahlbauteil, also einem gepulverten Stahlbauteil kombiniert mit einem glasfaserverstärkten Phenolharzprofil. Wie man sieht, ist das ein metallisches Bauteil mit vielen Löchern drin, sehr stark gefaltet und gekantet. Also das ist wirklich nichts Einfaches, ist technisch auch nicht einfach in den Griff zu kriegen. Anschließend ist es gepulvert und wie man sieht, sind hier die Logos und diese Zierleisten eingebracht. Wenn wir uns das Bauteil von der Rückseite angucken, dann sieht man ein eingeklebtes GFK-Profil. Ist also ein GFK-Profil, was mehrere Rippen hat. Ist ein Phenolharzprofil, hat einen entsprechend hohen Brandschutz an der Stelle und wird im Endeffekt in einer Vorrichtung komplett mit dem Stahlbauteil, mit dem gepulverten Stahlbauteil verheiratet. So dass wir hinterher eine komplexe Baugruppe bekommen, die einbaufertig ist.